Ja, das Wichtigste für uns war ja das Primärziel, uns mit allen drei Bootsklassen für Olympia zu qualifizieren. Das haben wir geschafft. Muss ich sagen, puh, sind ja jetzt auch leider die einzige Disziplin von Deutschland, die es geschafft hat. Natürlich Olli super, Weltmeister geworden, Wahnsinnsgeschichte, muss ich sagen, mit dafür, dass er erst so kurz dabei ist, ist natürlich wow, super Rennen gefahren, war ja auch Werbung für den Rudersport, muss man ganz klar sagen, das ganze Rennen super knapp gewesen, super spannend und wenn du dann das Tüpfelchen vorne hast, ist natürlich super geil. Doppelvierer, fünfter Platz, bin ich nicht mehr zufrieden, ist ja klar, wir wollten natürlich schon vor allem näher ranfahren an die Medaille. Wir waren jetzt nicht Favorit für eine Medaille, es wäre auch nicht schlimm gewesen, wenn wir jetzt Vierter geworden wären und hätten ein gutes Rennen gefahren zum Abschluss, aber wir haben gerade zum Finale ein schlechtes Rennen gefahren, damit bin ich dann immer überhaupt nicht zufrieden, weil ich finde gerade so, Ziel muss immer sein, im Finale dann seine beste Leistung abrufen zu können, waren wir nicht in der Lage zu und ja, das stimmt mich schon ein bisschen sauer, traurig, also das ist schon schade, also dass wir das nicht geschafft haben. Doppelzweier, zehnter Platz, sicherlich auch nicht das Ziel gewesen, sondern wollten wir natürlich auch ins Finale und dann Finale gucken, was passiert. Finale nicht erreicht. Ja, hat eine schwere Woche hier, die beiden, glaube ich. Nicht so richtig ins System gefunden. Dann wurde es langsam von Rennen zu Rennen tacken besser, aber gut, zum Glück jetzt auch die Olympia-Quali geschafft. Das sind viele Sachen. Ne? Also ich bin da immer noch klar. Ich glaube, physiologisch sind wir immer noch nicht da, wo man hin müsste. Da war ich ganz klar, auch im Doppelvierer nicht. Das ist mir immer noch zu wenig PS. Auch im Doppelzweier zum Teil sicherlich ist in Ordnung, aber eben auch keine absoluten Spitzenwerte, die wir da haben, physiologisch. Da müssen wir sicherlich dran arbeiten. Wenn, viel wird sich da nicht mehr tun, ist ja auch ganz klar. Ich glaube, der eine oder andere kann sich noch, das muss sich auch noch physiologisch verbessern. Aber es werden ja auch keine Monstersprünge mehr werden. Aber Zielstellung ist natürlich schon, dass im Olympiajahr jeder auch seine physiologische Bestleistung abrufen kann, von den vier Jahren jetzt, die er trainiert hat. Das muss absolut die individuelle Zielstellung für jeden sein und ich hoffe, das gelingt uns. Ja, das ist ja unser Selektionssystem in Deutschland. Wir sind ja immer einer der Letzten, das ist ja immer dann oft auch die Kritik. Andererseits, klar, hältst du die Sportler lange im Spiel, lange unter Druck. Aber das werden wir sicherlich zu Olympia anders machen. Vorbereitung, sicherlich muss man da was analysieren, denn ich glaube, da kann man sicherlich schon was verändern oder müsste man was verändern, aber das ist jetzt zu früh, also das möchte ich jetzt noch nicht so sagen.